Psychotherapie kommt immer öfter in Netflix-Shows vor. Aber wie realistisch ist eigentlich die Darstellung von Therapie in Serien wie You, Atypical, Sex Education und Co.? Meine Eltern sind echte Psychotherapeuten und die klären uns jetzt auf, wie viel riesige Modelle von Geschlechtsorganen, Grasrauchen im Therapiezimmer und Gedankenkontrolle durch Hypnose mit der Realität zu tun haben. Let's go! Wir starten mit der Serie Sex Education, die mir übrigens auch sehr gut gefallen hat. Ich werde versuchen, das Video möglichst spoilerfrei zu halten, aber ein paar Sachen werdet ihr natürlich über die Serien erfahren. Der Hauptcharakter Otis bietet seinen Mitschülern als Zeithassel Sexualtherapie an. Und das kommt auch nicht von ungefähr, denn seine Mutter Jean Milburn ist eine Sexualtherapeutin. Lustigerweise ist meine Mutter auch Sexualtherapeutin und wir schauen jetzt mal, was meine Eltern von den Therapiemethoden von Dr. Milburn so halten. Also, skrotale Angstzustände. In Ihrer E-Mail deuten Sie an, dass Sie schon länger damit zu kämpfen haben. Vielleicht schildern Sie mir für den Anfang Ihre früheste Erinnerung in Bezug auf Ihr Skrotum. Gibt es skrotale Angstzustände? Also ich arbeite seit, ich glaube, 25 Jahren als Sexualtherapeutin. Aber es ist mir noch kein Patient untergekommen, der mit Skrotumängsten in die Therapie kam. So ein abrupter Beginn, der gleich mit der frühesten Erinnerung startet, der viele Patienten wahrscheinlich überfordern würde, ist aus meiner Sicht unrealistisch. Ich kann aus eigener Erfahrung auf jeden Fall bestätigen, dass man in seinem Erstgespräch nicht nach seinen frühesten Erinnerungen gefragt wird. Das geht normalerweise deutlich entspannter zu. Vielleicht ist die nächste Szene ja ein bisschen realistischer, in der sich Amy ein ziemlich großes Anschauungsmodell anschaut, das ich, glaube ich, ein bisschen verpixeln muss, weil ich sonst demonetarisiert werde. Meine Vagina sieht ganz anders aus. Bei mir ist eins dieser Lappendinger länger als das andere. Naja, es ist ja auch nur ein Ansichtsmodell. Der äußere Teil wird die Vulva genannt. Und die Lappendinger, die du meintest, werden Schamlippen genannt. Und die fallen in Größe und Farbe ganz unterschiedlich aus. Ich kann dir den Link zu einer Website schicken, auf der du die Vielfalt der verschiedenen Vulven bewundern kannst. Gut an der Szene ist, dass es ein Modell gibt über das weibliche Genital und dass sich die Patientin damit beschäftigen kann. Ich persönlich habe nicht ein solch tolles Modell, sondern wenn, dann arbeite ich mit Darstellungen aus Büchern. Das ist in der Tat eigentlich ein guter Einstieg auch in eine Therapie, weil man dann genau mit den Frauen darüber sprechen kann, ob sie beginnen, da irgendwelche Wertvorstellungen damit zu verknüpfen, also dass sie zum Beispiel dann finden, dass sie nicht richtig aussehen oder sowas. Das ist auch tatsächlich ein Problem, was häufiger vorkommt. Diese Szene war also ziemlich nah an einer realen Therapiesituation. Als Amy und Dr. Milburn jetzt aber ihre Sitzung beginnen wollen, passiert Folgendes. Kein Problem, Amy. Du sollst wissen, dass du hier an einem sicheren Ort bist und wir natürlich nichts überstürzen müssen. Entschuldige mich bitte. Jakob, ich habe eine Therapiesitzung unten. Da ist sie. Könnt ihr alle bitte leise sein, während ich arbeite? Ja, hier gibt es ein grundsätzliches Problem. Die Therapeutin hat die Praxis in ihrem Wohnhaus und die Geräuschkulisse wirkt als sehr starke Störung, gerade in einem Moment, wo die Patientin eigentlich erleben müsste, dass der Therapieraum ein sicherer Ort ist. Dass es nur einen Therapieraum innerhalb eines Privathauses und nicht eine klare Abtrennung zwischen dem Therapiebereich und dem Privatbereich gibt, finde ich ungünstig und wenig professionell. Tatsächlich ist es in Deutschland so, dass die privaten Räumlichkeiten und die Praxis voneinander getrennt sein müssen. Es müssen zum Beispiel zwei unterschiedliche Eingänge vorhanden sein. Also so wie wir das in der Szene gesehen haben, ist es auf jeden Fall für Deutschland nicht realistisch. Also keine Angst, falls du dir überlegst, Therapie zu machen, kannst du davon ausgehen, dass das in einer separaten Praxis stattfindet. Wie realistisch Psychotherapie in Sex Education dargestellt wird, ist zwar ein bisschen durchwachsen, aber bei weitem noch akkurater als bei der Show, die wir uns gegen Ende dieses Videos anschauen. Jetzt schauen wir aber erstmal ein paar Ausschnitte aus dem Netflix Original Atypical. Atypical? Atypical. Atypical. Die Hauptperson Sam ist Autist und arbeitet zusammen mit seiner Therapeutin Julia an den Herausforderungen, die ihm als neurodiverse Person im Alltag begegnen. Aber was passiert eigentlich, wenn TherapeutInnen und PatientInnen sich außerhalb des Therapiesettings begegnen? Ich habe einen Fernseher gekauft. Kann ich den hier abholen? Oh mein Gott, sie sieht so trashig aus. Sam?
Ich hatte vergessen, du arbeitest ja in diesem Laden. Ich wünschte, ich hätte es nicht vergessen. Julia? Wie die Julia? Julia? Oh, shit. Ich dachte nicht, dass ich hier jemanden treffe, den ich kenne, sonst wäre ich nicht so losgezogen. Weißt du was? Ich komme morgen. Das ist eine lustige Situation, auf jeden Fall. Realistisch an der Szene ist, dass man Patientinnen und Patienten auch außerhalb der Therapiesituation begegnen kann. Ich verstehe die Problematik der Therapeutin, die völlig geschockt ist, als sie in einem privaten Zustand, der etwas zerflettert ist, ihren Patienten antrifft. Es erinnert mich sehr stark an die Anfänge, als wir unsere Praxis hatten und ich noch nicht wusste, wie ich mich in dieser Kleinstadt zeigen soll, wenn ich auf Patienten treffe. Also, dass es mir unangenehm war, ist eigentlich bisher nie vorgekommen. Ich freue mich meistens, wenn ich Patienten treffe und kann dann mittlerweile sehr cool und locker damit umgehen. Interessant war in dieser Situation hier, dass die beiden sich ja mit Vornamen angesprochen haben. In Deutschland würde man das nicht so machen. Man würde sich gegenseitig siezen. Und es trägt natürlich auch dazu bei, dass eine professionelle Distanz gewahrt bleibt. Ich persönlich duze eigentlich immer sofort, auch wenn es manchmal vielleicht nicht angebracht ist. Aber bei meinem Therapeuten wäre es mir tatsächlich auch ein bisschen unangenehm. Die professionelle Distanz zwischen Sam und Julia war auf jeden Fall nicht groß genug, denn später in der Serie passiert Folgendes. Sam? Was machst du hier? Du hast doch keinen Termin. Ich weiß, aber ich wollte Ihnen etwas mitteilen und ich wollte das persönlich tun, denn die Nachricht beinhaltet ein Geschenk. Okay. Ich wollte sie als meine Freundin, seit ich ihnen mein Gehirn geschenkt habe. Okay, aber du musst verstehen, dass... Deswegen habe ich die hier. Fragst du ernsthaft, ob ich eine romantische Beziehung mit einem meiner Patienten eingehen will? Ja, so ist es. Ach. Na schön. Gut, sagen wir, ich wäre bereit, deine Freundin zu sein. Was dann? Gehen wir aus? Haben wir Sex? Ich würde meinen Job verlieren, wenn ich mit einem Patienten ins Bett gehe. Ich hätte kein Geld, um meine Rechnung und die Miete zu bezahlen. Und ich habe einen 200.000 Dollar Studienkredit. Hast du zufällig 200.000 Dollar übrig? Nein, ich weiß nicht. Sie sprechen so schnell. Weil ich wütend bin. Oh, das war jetzt eine Situation, wie sie hin und wieder vorkommt. Es ist ja eine asymmetrische Beziehung. Das heißt, die Therapeutin weiß sehr viel mehr über den Patienten als umgekehrt. Das ist etwas, was zur Idealisierung einlädt. Von daher kann das vorkommen. Wobei der Patient das darf. Und die Therapeutin ist eigentlich diejenige, die damit, sag ich mal, umgehen können sollte. Die Art des Umgangs damit in dieser Szene ist hoffentlich unrealistisch, würde ich mal sagen. Sie reagiert eigentlich sehr unprofessionell auf Sam. Erstmal ist es so, wenn ein Patient oder eine Patientin sich traut, dem Therapeuten oder der Therapeutin zu gestehen, dass sie verliebt ist, dann sollte man damit sehr behutsam umgehen. Man sollte erstmal den Mut, das auszusprechen, auch zu würdigen wissen, um dann natürlich sich professionell abzugrenzen und auch mitzuteilen, dass man natürlich keine Paarbeziehung wünscht. Tatsächlich habe ich solche Situationen in meiner langen Laufbahn auch schon mal vielleicht 2-3 Mal gehabt. Das sind tatsächlich schwierige Situationen und es braucht da viel Fingerspitzengefühl, um die Patienten nicht zu kränken. Aber es ist sehr wichtig, an der Stelle auch Realität reinzubringen. Die Therapeutin hat es hier auch versucht, aber sie hat viel zu emotional reagiert. Unprofessionell und auch menschlich unreif. Ach, Julia, das hätte sie echt kommen sehen können. Was du sicher nicht hast kommen sehen, ist, dass dir dieses Video so gut gefällt, dass du ihm jetzt einen Daumen nach oben gibst. Krass, oder? Und wenn du jetzt nicht schon dabei bist, muss ich dich wohl hypnotisieren und dazu zwingen. Wie das geht, habe ich im Netflix-Film Hypnotic gelernt. Dachten Sie mal an Hypnotherapie? Noch nicht. Ich möchte, dass Sie sich auf das Licht konzentrieren. Dass Sie sich in einem schönen Wald wiederfinden. Sie meinen, jemand hat Hypnose in böser Absicht angewendet? Oder um mich zu kontrollieren. Aber auch zum Beispiel im Film Get Out wird Hypnose eingesetzt, um die Kontrolle über jemanden zu erlangen. Rauchen Sie vor meiner Tochter? Ich werde aufhören. Sie könnte Ihnen dabei helfen. Wie? Hypnose. Versinke im Boden. Warten Sie. Versinke. Also ich glaube, das waren jetzt 2 Szenen, wo Drehbuchautoren eher ihre Fantasien umgesetzt haben. Hypnose und auch Hypnotherapie sind an sich auch seriöse Verfahren in der Therapielandschaft, die sehr günstige Effekte haben können, zum Beispiel
in der Behandlung von Schmerzen. Aber ich glaube dennoch, dass hier Hypnose ein Wert bei gemessen wird, den Hypnose einfach gar nicht hat. Hypnose hat nicht diese Macht. Also Hypnose ist eigentlich nichts, was man gegen den Willen des Patienten ausübt. Es gibt auch Unterschiede in der Hypnotisierbarkeit von Menschen. Also ich selber arbeite zuweilen auch mit Patienten, indem ich sie in einen entspannten Zustand versetze und wir begeben uns dann zusammen auf eine Fantasiereise. Aber das ist kein Zustand, der dazu führt, dass jemand die Kontrolle über sich aufgibt. Im Gegenteil, es ist ein Zustand, wo ein Patient jederzeit aussteigen kann. Abonniere mich für Selbstexperimente, mentale Gesundheit, Nachhaltigkeit und mehr. Du spürst das Verlangen, die Glocke zu aktivieren. Das ist unwiderstehlich. Man kann es ja mal versuchen. Eine Serie, die auch komplett ohne Hypnose ziemlich viel Drama bietet, ist Never Have I Ever. Die Show dreht sich um Devi, die nach dem Tod ihres Vaters ein Jahr lang aus psychosomatischen Gründen paralysierte Beine hatte. Um den Tod ihres Vaters zu verarbeiten, geht sie in Therapie zu Dr. Ryan. Ich persönlich mag Dr. Ryan sehr, sehr gerne und sie ist auf jeden Fall tausendmal kompetenter als der Therapeut, den wir uns danach angucken. Ich hätte da was, das dir wirklich helfen könnte. Axel, Lexapro, Xanax, Zoloft, ich versuche echt alles. Wow. Ist nicht dein Ernst, du willst nicht wirklich zum Pillenfreak werden. Das ist dein Trauertagebuch. Manchmal ist der Schmerz, den wir empfinden, zu groß, um darüber zu sprechen. Und damit musst du nicht wirklich darüber reden. Und wenn das nicht funktioniert, können sie mir jederzeit Klonopin verschreiben. Bye, Davy. Trauerproblematiken sind relativ häufig. Es gilt, Patienten und Patientinnen dabei zu helfen, diese Trauer, die sie vielleicht bisher nicht durchlebt haben, wo sie sich bisher abgelenkt haben, zu erleben. Das ist eine Situation, wo die junge Patientin eine ganz andere Vorstellung davon hat, was ihr helfen könnte, nämlich Medikamente. In dem Fall wahrscheinlich Antidepressiva. Die Therapeutin macht aber etwas ganz anderes. Sie fordert sie auf, ein Trauertagebuch zu führen, damit sich die Patientin mit ihrem Thema auseinandersetzt, statt eben davon wegzulaufen, statt sich zu betäuben. Und ich finde, das ist eine sehr gute Idee. So richtig ist Devi ja leider nicht auf das Trauertagebuch angesprungen, aber vielleicht gerade deswegen hat sie ihre Trauer anders manifestiert. Ich verarbeite das alles. Ich habe neulich sogar mit meinem Dad geredet. Oh, dann hast du ins Trauertagebuch geschrieben? Nein, er kam als Kojote zu mir. Inwiefern? Wollen Sie sich jetzt lustig machen? Wenn ja, dann werde ich halt darüber auch nicht sprechen. Nein, hier kannst du alles sagen. Sprich. Okay. Mir gefällt diese Therapeutin richtig gut. Sie gibt der Patientin einfach Freiheit und ermuntert sie, auch ihre vielleicht erstmal seltsam anmutenden Gedanken loszuwerden. Dass nach Verlusten und Trauerfällen die Betroffenen in irgendeiner Form nochmal zu dem Verstorbenen Kontakt aufnehmen, ist in der Zeit kurz nach dem Trauerfall ein ganz häufiges Phänomen, das auch gar nicht psychopathologisch ist, was völlig normal ist. Sie gibt ihrer Patientin Raum, also eine richtig schöne, gelungene Therapiesituation. In dieser Show haben sie es echt geschafft, witzige Dialoge zu schreiben, ohne Therapie komplett unrealistisch darzustellen. Good job! Aber jetzt schauen wir uns noch die Serie You an, bei der man spätestens nach dem zweiten Clip auch ohne 8 Jahre Ausbildung bemerkt, dass dieser Therapeut irgendwie sus ist. Hören Sie, ich hätte einen Vorschlag. Sehen Sie das nicht als Büro oder mich als Psychiater? Wir sind einfach zwei Typen, die rumquatschen. Fangen wir doch damit an, als es zwischen Ihnen noch gut lief. Diese Situation halte ich für sehr unrealistisch. Warum sollte ein Therapeut hier das Angebot an einen Patienten machen, dass sie die Rollenverteilung auflösen? Das ist inadäquat, weil eine Therapiesituation ist eine Therapiesituation. Das scheint mir vielleicht eher eine Kopfgeburt eines Drehbuchautoren zu sein. Der zweite Punkt ebenso, nämlich dass dann der vermeintliche Psychiater ein Diktiergerät auf den Tisch legt und das Gespräch aufnimmt. Ohne überhaupt den Patienten nach seiner Einwilligung zu fragen. Das kann man so nicht machen als Therapeut. Es gibt seltene Situationen, da würde das Sinn machen, aber dann immer in Absprache mit dem Patienten. Und es wird echt nur noch absurder. Bring it on. Oh, nur keine Sorge, ich bin im Frühstadium eines asymptomatischen Glaukoms. Ich habe ein Rezept.
Ich schwöre, das macht aus mir einen viel besseren Zuhörer. Also, aus meiner Sicht geht die nächste Szene genauso unrealistisch weiter. Der Psychiater hat sich ja jetzt einen Joint gedreht und bietet die völlig unprofessionellerweise natürlich auch seinem Patienten an. Und auch da glaube ich, das ist jetzt Film. Wer weiß, vielleicht ist er ja zumindest gut, was Diagnosen angeht. Wie lautet Ihre Diagnose? Sie denken sicher, ich wäre verrückt, weil ich Sie erst seit 48 Minuten kenne, aber... Ja. Ich denke, es gibt zwei von Ihnen. Einer, der in der Vergangenheit verletzt wurde, sich betrogen und hoffnungslos fühlt. Der andere hat Vertrauen, trotz gegenteiliger Beweise. Der Patient möchte wissen, was für eine Diagnose er bekommt. Der Psychiater definiert aber seine Problembereiche. Aber es ist keine Diagnose. Ein Störungsmodell nach 45 Minuten so zu formulieren, dass man dem Patienten sagt, es gibt zwei von ihnen, würde bei vielen Patienten die Idee einer Persönlichkeitsspaltung oder so hervorrufen. Also völlig aus der Luft gegriffen. Also, falls dein Therapeut so drauf ist wie der Dude, dann renn. Es gibt jetzt noch einige andere Aspekte, die auch unrealistisch sind, wie zum Beispiel, dass Joe sich auf die Couch legt, was in der Psychoanalyse zwar noch gemacht wird, aber was für andere Therapieverfahren einfach ein unrealistisches Klischee ist. Natürlich muss nicht alles in Serien realistisch sein, aber... Vielleicht würde man sich wünschen, dass bei solchen filmischen Umsetzungen Fachleute mehr hinzugezogen werden. Klick jetzt hier für noch mehr Videos mit meinen Eltern und Videos zu meiner Therapie oder check mal dieses Video aus. Vielen Dank für deinen Support und bis bald. Tschüss.